Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man eine geheime Base bauen kann, die nur einen einzigen Block hoch ist. Und die seht ihr hier, beziehungsweise seht ihr sie natürlich nicht, weil es ja eine geheime Base ist. Und die Idee ist jetzt, dass wir uns einen Block aussuchen, wo wir dann Items hinschmeißen. In diesem Fall ist das dieser Block hier. Und wenn man jetzt auf diesen geheimen Block quasi Items schmeißt, dann geht die geheime Tür auf. Und in diesem Fall schmeiße ich jetzt zum Beispiel mal 8 Cobblestone dahin. Und dann seht ihr schon, dass hier die geheime Tür dann aufgeht. Und dann, wenn wir lange genug warten, auch wieder zugeht. Und dann haben wir hier eine Falltür. Wenn wir jetzt Rechtsklick auf die Falltür machen, dann kommen wir nämlich auf diese Höhe von einem Block. Und zwar kann man ja jetzt schon seit einigen Monaten quasi schon in Minecraft so kriechen auf einem Block hoch. Und das nutzen wir hier aus und bauen dann hier so unsere Base, die nur einen einzigen Block hoch ist. Und wir haben hier wieder alles mögliche, was man brauchen kann in seiner Base. Wir haben hier natürlich so dieses übliche Crafting-Zeug. Dann haben wir hier Öfen und ein Anvil. Wir haben hier ein Lager, wir haben hier eine Ender-Chest. Und wir haben hier auch ein Bett. Beziehungsweise sogar die Möglichkeit, die Tür hier vorne zuzumachen, wenn wir diesen Schalter hier betätigen. Dann ist die Tür nämlich komplett zu. Und jetzt kann man auch von außen nicht mehr hinein. Aber wir wollen jetzt in diesem Fall mal wieder raus. Und dafür drücken wir einfach diesen Knopf und kriechen dann schnell in diese Richtung hier. Dann geht die Tür auf und direkt hinter uns auch wieder zu. Und jetzt muss man sie wieder mit demselben Mechanismus quasi aufmachen. Und sie ist super versteckt. Eine andere Variante für diese einhohe Base habe ich dann nochmal hier gebaut. Hier muss man auch wieder zum richtigen Punkt quasi Items schmeißen. Und dann geht hier irgendwo, ich glaube hier war das, die geheime Tür auf. So. Und dann kann man sich hier auch wieder auf einen Block runtersetzen, quasi mit einer Falltür. Und hier haben wir dann auch eine etwas größere geheime Base, wo es dann sogar noch einen Verzauberungstisch gibt mit wieder ganz vielen Lagermöglichkeiten. Wir haben hier zwei Betten, also auch zwei Spieler können hier locker drin wohnen. Und dann hier natürlich noch eine kleine unterirdische Farm und ein Höllenportal sogar. Und natürlich wieder ganz viel Lagerplatz und dieses übliche Crafting-Zeug und so weiter. Und hier haben wir sogar einen Lichtschalter, mit dem wir das Licht an- und ausschalten können. Und auch wieder eine Tür, die wir erstmal zumachen können hier. Und natürlich auch den Knopf, mit dem wir dann hier wieder rauskommen, wenn wir schnell genug in diese Richtung kriechen quasi. Dann müsste hier gleich die Tür aufgehen. Und wir können raus aus der Base und dann geht sie auch direkt wieder zu und ist wieder versteckt. So, und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, wie man das Ganze baut. Um das Ganze zu bauen, müsst ihr euch erstmal einen Fleck überlegen, quasi wo ihr das bauen möchtet. Ich mache das zum Beispiel immer gerne an Felswänden, weil es da besonders einfach ist. Und das machen wir jetzt hier auch wieder. Und zwar habe ich hier so eine kleine Felswand gebaut, die ihr natürlich noch ein bisschen hübscher bauen könnt, so wie hier. Mit natürlich Gras und ein bisschen unterschiedlich hoch alles und Blättern und sowas alles. Aber dafür habe ich jetzt hier erstmal verzichtet, sondern wir bauen jetzt erstmal den Mechanismus quasi, wie man denn in die Tür reinkommt. Den seht ihr hier so ein bisschen. Der sieht etwas kompliziert aus, ist aber eigentlich ganz einfach. Und das erste, was wir machen, ist, wir überlegen uns, wo denn die geheime Tür hin soll. Ich mache die jetzt mal hier rechts in die Ecke und platziere hier dann erstmal zwei Sticky Pisten und davor dann nochmal den Block, mit dem hier gebaut wurde, beziehungsweise ist das jetzt hier Stein. Das müsst ihr natürlich dann möglichst unauffällig machen, also es wäre ein bisschen komisch, wenn ihr hier jetzt Dirt benutzt oder Diamanten oder sowas. Das wird natürlich direkt auffallen und dementsprechend benutzen wir hier Stein. Was wir dann machen, ist ein zweihoher Turm neben den Pistons und dann machen wir auf den oberen Block eine Redstone-Fackel. Und die sorgt jetzt nämlich dafür, dass gleichzeitig beide davon gepowert werden. Also jetzt ist zum Beispiel die Tür zu, so soll es ja immer sein. Und wenn jetzt ein Signal kommt durch die Items, die wir dann später benutzen, dann geht nämlich die Tür auf. Und beziehungsweise wenn die Items weg sind, dann geht sie auch wieder zu. Und das ist so der Mechanismus, den wir hier benutzen wollen. Als nächstes überlegen wir uns dann einen Block, wo quasi die Items hingeschmissen werden sollen. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Block hier. So, und da machen wir dann ein dreitiefes Loch und buddeln dann hier mal ein bisschen in die Richtung, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Könnt ihr nämlich besser sehen, was hier abgeht. So, ich mache hier nochmal ein bisschen was weg. Und hier auch nochmal. Jetzt seht ihr eben sehr gut, was hier passieren wird. So. Um jetzt diesen Mechanismus für die Items zu bauen, müssen wir erstmal die Items aufsammeln lassen. Und dafür benutzen wir einen Trichter. Wir brauchen außerdem noch eine Schiene und einen Trichter-Minecart. Und dann wieder alles mögliche an Redstone. Also wir nehmen Redstone-Repeater, Comparator, natürlich Redstone an sich. Wir brauchen noch eine Kiste, wo später die Items reinkommen. Und ich glaube, das war es soweit. Ich nehme aber nochmal eine Fackel mit. Falls ich was vergessen habe, sehen wir das ja gleich. So, also auf diesem Block hier quasi sollen denn die Items kommen und das bedeutet, dass wir unter diesem Block eine Trichterlinie machen, die dann geradeaus bis nach hier geht und hier stellen wir dementsprechend eine Doppelkiste hin und dann stellen wir uns auf diese Seite, drücken Shift oder beziehungsweise Sneaken und platzieren dann ein paar Trichter daran und wichtig ist jetzt hier, dass die Trichter mit dem kleinen Rohr quasi Richtung Kiste zeigen. Das zeigt euch nämlich an, dass die Items, die jetzt vorne hier eingesammelt werden, auch später hinten zur Kiste kommen. Ich kann das gerade mal austesten mit einem Dirtblock. Der müsste jetzt hier hinten ankommen. Ja, wunderbar. So, auf diesen Trichter hier, hier ist ja der Block, wo dann später die Items hingeschmissen werden sollen. Und auf den Trichter darunter quasi kommt dann eine Schiene mit einem Trichter-Minecart. Und dann kann man das da oben wieder zubauen. Weil das Trichter-Minecart sorgt jetzt dafür, dass durch den oberen Block, also durch den Tarnblock, sage ich mal, auch Items eingesammelt werden. Das kann ich euch hier mal demonstrieren. Also wenn ich hier jetzt was hinschmeiße,
dann dürfte es auch in der Kiste landen. Ja, perfekt. Funktioniert alles super. Und jetzt müssen wir natürlich noch aus diesem System raus ein Redstone-Signal quasi bekommen. Und dafür mache ich hier nochmal ein bisschen mehr Platz. Oder ich mache das viel mehr auf dieser Seite, das ist glaube ich besser. So. Und die Idee ist jetzt, dass wir einen Comparator hier hinstellen. Und der sieht jetzt quasi, dass in diesem Block nachher Items eingesammelt werden und gibt dementsprechend ein Signal ab, was wir dann direkt in einen Repeater umleiten. Und dann machen wir eine Redstone-Linie, die dann hier hochgeht zu dem, zu der Fackel. Dann machen wir hier einfach so eine kleine Brücke hin und die soll dann hier in diesen Block reingehen. Dementsprechend machen wir dann hier einfach alles voll mit Redstone. Und jetzt müsste theoretisch, wenn ich hier ein Item mal schmeiße, die Tür kurz aufgehen. Können uns das mal kurz angucken. Ja, wunderbar. Sie geht kurz auf. Und habt ihr schon gesehen, je nachdem wie viele Items man da reinschmeißt, desto länger ist sie offen. Wenn ich zum Beispiel einen ganzen Stack da reinschmeiß, dann ist sie ziemlich lange offen, weil jetzt quasi die Items hier durch den Trichter alle einzeln durchgehen und jedes Mal wieder ein Signal aussenden und die Tür gar nicht zugeht. Und erst wenn der ganze Stack einmal durch die Trichter gelaufen ist, geht die Tür dann wieder zu. So, das ist jetzt so die erste Idee quasi dafür. Und jetzt haben wir schon mal den Eingang und jetzt müssen wir natürlich noch diesen Mechanismus bauen, wie man dann auf die untere, also auf diese ein Block hohe Höhe quasi kommt. Und dazu machen wir hier erstmal einen kleinen Gang. Das hier ist ja, oh rabala, jetzt muss ich da wieder was reinschmeißen, damit wir hier bauen können. So, zack. Und zwar ist dieser Block hier quasi der Block, der wieder zugeht. Das bedeutet, hier können wir nicht stehen bleiben. Also müssen wir einen Block weitergehen, so. Ich mache dann hier mal ein bisschen Steine hin. Und was wir benutzen ist jetzt, wie ihr schon gesehen habt, wahrscheinlich eine Trapdoor. Die platzieren wir jetzt am besten hier an diesen Block ran. So, wenn ich mich jetzt hier schnell hinstelle, so. Dann können wir uns nämlich hier ganz getrost aufhalten. Die Pistentür wird dann zugehen und hier hingehen. Und dann können wir hier diesen Mechanismus eben benutzen, um auf diese ein Block hohe Höhe zu kommen eben. Dann fangen wir hier einfach direkt mit der Base an, die wir bauen wollen. Da ist natürlich ganz euch überlassen, wie ihr sie aussehen lassen wollt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel diesen Stein benutzt und da vorne Holz. Und ich würde sagen, diesmal benutze ich mal Quarz. Und dann bauen wir mal ein bisschen mit Quarz, mal gucken, was wir da rauskriegen. Und dann natürlich alles Mögliche, was man in der Base brauchen kann, also Öfen und alles Mögliche. Ich nehme noch ein Bett dazu und Barrels, weil die sind ziemlich gut, um Items auch zu bewahren. So, und jetzt würde ich sagen, oder hier, ich habe Dings muss noch vergessen, Licht natürlich, das ist auch wichtig. So, machen wir hier direkt Licht hin und dann könnt ihr jetzt einfach so bauen, wie ihr es eben haben möchtet. Ich glaube, ich nehme sogar noch Wolle, hier die Zyanwolle, die sieht immer ganz gut aus. Und dann bauen wir hier jetzt mal unsere kleine Geheimbase. Ich mache mal 5 Blöcke so. Dann machen wir hier, na, ich mache mal so, ich mache mal eine 5x5 große Base. Das sollte, denke ich, auf jeden Fall reichen. So, dann machen wir hier solche Blöcke hin an die Ecken. So, dann mache ich hier noch so einen hin, hier auch. Also das ist jetzt natürlich komplett euch überlassen, wie ihr das hier bauen wollt. Ich mache es jetzt mal so mit Quarz, mal gucken, wie das aussieht. Dann können wir hier in den Boden eben das Lager zum Beispiel reinsetzen oder hier an die Wand noch. So, sieht ja ganz gut aus. Machen wir hier vorne noch ein Bett hin. Eigentlich müsste das Bett auch in der Farbe sein, aber ist ja jetzt auch egal. So, dann machen wir hier die Blöcke nochmal hin. Und dann, was brauchen wir noch? Wir brauchen hier alles Mögliche, was wir kriegen können, bauen wir da jetzt einfach mal rein. Hier, das nehmen wir auch noch mit, das nehmen wir auch noch mit. Was gibt's denn noch hier? Eine Laterne, eine Glocke. Wir nehmen heute alles mit. So, zack. Dann machen wir hier noch irgendwo eine Laterne gleich hin. Die Glocke kommt hier hin. Und jetzt müsst ihr eben direkt nach diesem ersten Block quasi schon die Decke ziehen. So, mache ich jetzt auch mal wieder aus Quarz. Und dann ist eigentlich eure Base schon soweit fertig, wenn ihr sie eben hübsch gebaut habt. Also wie ihr in den Beispielen gesehen habt, ihr könnt eigentlich alles da reinbauen, auch eine geheime Farm oder sowas. Und ihr könnt das auch unendlich groß bauen, je nachdem wie ihr es möchtet. Weil ich finde, so eine kleine geheime Base, die eben sogar nur ein Block hoch ist, sollte auch nicht zu groß sein, weil dann kann man halt auch direkt eine normale geheime Base bauen quasi. So, und jetzt habt ihr hier drin alles, was ihr brauchen könntet. Ich mache hier nochmal ein paar Säulen hin. So, der ist jetzt zwar nicht richtig, aber den sieht man ja eh nicht so. Ihr müsst beim Bauen natürlich nur aufpassen, dass ihr eben nicht direkt den Block über euch abbaut, weil wenn das so ist, dann kommt ihr eben nicht mehr auf diese Höhe. Außer ihr benutzt ja natürlich eine Trapdoor. Die könnt ihr dann nämlich hier so reinstellen, so. Und wenn ihr jetzt da unten seid, dann könnt ihr nämlich die Trapdoor wieder so benutzen und dann hier wieder zubauen. Und das ist jetzt so weit das Design. Ihr müsst jetzt natürlich auch noch den Mechanismus machen, wie man quasi wieder freikommt. Und zwar stelle ich dafür hier mal einen Knopf hin. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Ich mache mal kurz die Tür hier kaputt, so. Und von diesem Block aus, von diesem war das, oder? Ne, okay, von dem daneben, glaube ich. Ja, von dem daneben war es. Okay, muss ja hier nochmal ein bisschen kaputt machen, so. Ihr müsst natürlich wissen, dass das von hier kommt, so. Das ist wichtig. Und dann macht ihr nämlich von hier aus ein Signal, ein Redstone-Signal, was sehr lange braucht, bis es ankommt.
weil wenn man kriecht, dann ist man nämlich sehr langsam, beziehungsweise wenn man so auf der ein Block hohen Höhe quasi umherläuft. Ich mache jetzt mal hier 6 Repeater hin, denn hier auch wieder ein Signal in den Block. Und das sorgt jetzt nämlich dafür, dass es quasi genauso wie mit den Items funktioniert, dass dann halt dieses Redstone hier gepowert wird und die Tür aufgeht. So funktioniert es auch mit dem Knopf quasi, der macht dann hier dieses Redstone Power der und öffnet damit auch die Tür. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt mal eben aus, ob das mit 6 Repeatern reicht. Deswegen baut ihr das auch am besten immer sehr dicht an den Ausgang, damit ihr quasi schnell drücken könnt, wenn hier auch schnell rauskommt. Oh, das muss ja locker reichen. Ja, wunderbar. So, und das ist eigentlich die ganze Base. Ihr könnt das natürlich jetzt hier vorne noch ein bisschen verhübschen. Zum Beispiel nehme ich dafür immer gerne Gras und mache hier dann noch so ein bisschen unterschiedliche Höhen hin quasi. Machen wir das hier auch nochmal ein bisschen höher. Es kommt natürlich darauf an, wie eure Landschaft aussieht. Am besten nicht zu auffällig eben, weil es ist ja noch eine geheime Base. Sollte ja nicht jeder direkt erkennen können, wenn es geht. So. Mache ich hier nochmal ein bisschen was hin. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und dann natürlich überall noch Gras drauf. Zack. Und wenn wir jetzt hier rein wollen und nehmen uns mal hier ein paar Cobblestone quasi, schmeißen das hier in die Ecke, dann müsste hier gleich die geheime Tür aufgehen und wir kommen in unsere geheime Base. Das war eigentlich das ganze Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mal, ich würde sagen, einen Block in die Kommentare. Hashtag einen Block. Dann weiß ich, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Würde mich freuen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der Base und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.